Willkommen zu unserem Sommerabenteuer 2023. Zum ersten Mal lassen wir das Kind allein zu Hause und hoffen aufs Beste. Aber bis zur letzten Minute war nicht klar, ob wir tatsächlich fahren würden. Kerstin leidet an den Folgen einer verschleppten Gürtelrose. Aber es hilft ihr alles nichts und so fahren wir am Mittwoch, dem 26. Juni, zur Ferienhaus Leer. Das Wetter entspricht der Stimmung. Es regnet ohne Unterlass, 36 Stunden lang. Auf dem Weg zur Fähre, auf der Überfahrt und in der Normandie. Erst als wir am Abend im Caen Freunde aus Berlin treffen, gibt es eine Pause. Nach einem feuchtfröhlichen Abend geht es dann endlich richtig los mit dem Urlaub. Bis Tours noch auf der Autobahn, danach auf kleinen und kleinsten Sträßchen Richtung Süden. Wir übernachten an einem kleinen Weiher im Département Indre. Am Samstag geht es durch die Auvergne tief ins Zentralmassiv nach Alleyras. Hier wollte ich schon immer mal hin. Neben ein paar Dutzend Häusern gibt es hier einen gemütlichen Camping Municipal, das Hotel Haute Allier und einen Bahnhof der Chevalierbahn. Der Plan war, mit der Bahn nach Allier zu fahren, da das der schönste Teil der Strecke ist. Völlig überraschend war heute aber Sonntag mit noch weniger Zügen als sonst. Also fahren wir nach Clermont-Ferrand und besuchen dort die Michelin-Werke. Abend gibt es dann ein exzellentes Menü mit Stern im Hotel. Pervers narcissique, c'est quand t'as cru qu'elle t'aimerait à tout jamais. Pervers narcissique, et que tu retournes dans ton 26 mètres carrés. Pervers narcissique, c'est quand elle dit qu'elle veut un enfant de toi. Pervers narcissique, de toi ou peut-être bien de Jean-Michel Leroy. Toi tu rames pendant qu'elle se pâme. Sans une once de pitié pour ta souffrance. Am Montag geht es zur Quelle der Loire und dem Mont Chabier de Chon. Il ne te reste plus que l'alcool pour te couper de l'image et du son. Oublier que t'as fait confiance à une folle et que tu t'es fait encore prendre pour un con. Nach einer Übernachtung in Bercé steht die erste Offroad-Strecke an. Zwischen Ardèche und Lignan geht es auf einem Bergkamm entlang. Der Track ist ziemlich zugewachsen, entschädigt aber mit toller Aussicht. Pervers narcissique, c'est quand tu n'as plus aucune confiance en toi. Pervers narcissique, qu'elle t'a laissé tes nuits blanches pour supporter ça. Perverse narcissique, quand t'es en réparation à perpétuité. Perverse narcissique, quand elle te dit qu'elle est plus sûre de t'avoir aimé. Quand elle a tiré un trait sur ta vie, mais qu'elle veut encore parler à tous tes amis. Elle les embrasse, elle se prend en photo. Elle te balance ça sur les réseaux sociaux. Elle te dit toxique manipulateur, alors que t'es détruit et qu'elle vit ses plus belles heures. Tu as fait mourir l'enfant que je suis. Tu peux désormais dire adieu à Anthony. Mais tu sais, petite, il me reste ma guitare. Et tu ne pourras jamais tuer Tony. Die erste Urlaubswoche beschließen wir dann am Pont du Gard. Schrecklich überlaufen, aber man muss es dringend mal gesehen haben.